Okay Leute, weiter geht's bei Let's Play Elements Destiny und ihr seht's, ich bin immer noch in Desertia, bin nur hinter das Schloss gelaufen, weil es hier die letzten Katakomben gibt, die verbleiben. Die Katakomben des Lichts und hier wollen wir doch mal schauen. Ja, leider hat Malini mich schwer enttäuscht. Mit ihr konnten wir unsere eigene Attacke noch nicht entfesseln, weil sie leider erst Level 37 statt 38 ist. Extrem schade. Ich habe mir kurze Zeit überlegt, ob ich hier leveln soll, aber dann dachte ich mir, nee, beim besten Willen nicht, da werde ich ja morgen noch dran sitzen und das wollte ich dann auch nicht. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass sie nach dem nächsten Kampf Level Up ist. Vielleicht haben wir Glück. Ich habe auch vergessen, wie viel Erfahrung das so gibt. Schöner Hintergrund. Deshalb versuchen wir es einfach und dann schauen wir weiter. So, da haben wir unsere altgewohnte Übergangshöhle. Ja, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Unser Verbindungsstück zu dem Geist und... Ah, hier muss ich bestimmt... Wer hält, verliert. Ja, das ist eigentlich ziemlich offensichtlich, nehme ich an. Wahrscheinlich wird eine Zeit anfangen zu laufen. Schönes Timing. Hut ab, gefällt mir. Okay. Ja. Ja, ihr könnt jetzt sicherlich denken, was da steht. Boah, das sieht nice aus. Der sieht nice aus. Das erinnert mich ein bisschen, wisst ihr an wen? An Angemon. Wow! Hoffentlich kannst du schlafen. Dunkelheitsschaden vielleicht? Oh ja. Und das sogar ohne Stehen. Nein, ich habe das Falsche gemacht. Haha. Verwirren, paralysieren vielleicht. Leuchtende Rechthaftenheit, Technik. Oh, macht. Ja, irgendeine Statusveränderung musst du haben. Aber was? Verwirren? Wir müssen es rausfinden. Okay, er kann verwirrt werden. Sehr gut. Mit dir warte ich mal eben. Vergiften klappt nicht, da bin ich... Das weiß ich. Einschläfern vielleicht. Ja, er kann schlafen. Sehr gut. Oh Gott, ist das hilfreich. Heilaura. Also verwirren und einschlafen. Okay. Wie heißt der? Seraphin? Gut, dann machen wir das wie immer. Hier versuchen wir den Ganzen zum Einschlafen zu bringen. Hier greifen wir mal normal an. Und sie stärkt unsere überaus powervolle Lia. Okay. Finsteres. Was eine wunderschöne Zahl. Heilung. Und Nebelstoß. Das ist mir übrigens am allerliebsten, wenn die verwirrt sind und schlafen. Ja, verwirren. Nebelstoß. Heilung. Finsteres. Und der Finsteres macht wirklich extremen Schaden. Das finde ich sehr schön. Leuchtende Rechthaftenheit. Irgendwas hast du gegen sie, ne? Kann das sein? Der Musik los. Nos. Könntest du vielleicht einfach schlafen? Verwirren. Heilung. Finsteres. Ja, der muss schlafen. Ich traue mich sonst nicht, einen weiteren Magietrank zu verwenden. Oder verwirrt sein. Wenigstens eine ungeschickt. Ja, komm, gib dir selber was. Heilaura zuerst und dann nachher die Genesungsaura. Ja, super. Gute Nacht. Gute Nacht war übrigens eine Attacke von Quina aus Final Fantasy 9. Genesungsaura, ja, muss sein. Nebelstoß. Schlaf bitte. Nein. Tempelschnitt. Autsch. Finsteres. Ach, fuck you. Heilaura, schnell! Just in time. Leuchtende Rechthaftenheit. Ja, das sollte ja auf ihr wenig Schaden machen. Was auch so ist. Nebelstoß. Und er ist ziemlich... Also ich meine, er ist anfällig dagegen, aber... Er lässt sich bei weitem nicht so häufig in eine Statusveränderung setzen wie die anderen Gegner.
Oder meine ich das nur? Nein, ich denke nicht. Finsteres. Nebelstoß. Tempelschnitt. Item. Super Magietrank. Technik. Heilaura, ja, was soll's. Nebelstoß. Übrigens wurde mir auch gesagt, was die Mentalgrenze endlich ist. Das finde ich auch ganz nett. Ich glaube, das verschwächt oder das schwächt meine Magie. Heilung. Super Magietrank. Autsch. Und eine Heilaura hinterher, weil es so schön ist. Und du, weil du es kannst, den Typ hier sterben lassen. Also Ash mag es wirklich nicht. Ich glaube, er möchte nicht sterben. Er hat vielleicht noch was anderes vor. Heilung. Dann schaut mal, er kriegt echt keine Statusveränderung mehr ab. Das Wächters Zorn. Oh, endlich. Ich glaube, auch allzu lange wird er nicht mehr aushalten, wenn ich ehrlich bin. Konfusspitze. Item. Supermagietrank. Und du versuchst AS verwirrt. Gut, dann nutzen wir die Gelegenheit und geben unserer guten Rika noch ein wenig was ab. Nebelstoß. Stärken. Und hoffentlich schnell wieder konfusieren. Finsteres. Okay, der Gegner ist wirklich momentan nicht sonderlich schwierig. Ich finde die Idee nett. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, hatten alle dieser Bosse, wow, einen AOE-Damage, was mir sehr gut ist. Oh, Gott sei Dank, Level Up. Wir können uns also den letzten Kram noch holen. Hübsch. Und das sind 7 Minuten. Rekordzeit. Also ich bin mir eigentlich fast sicher, dass Beschwörung des Lichtes, dass wir das im Kampf gegen Nemesis nachher bestimmt gut verwenden können. Also das wird sicherlich seinen Einsatz finden. 500 MP sind natürlich extrem viel, vor allem für Charaktere wie, ja, Lia etc. Hauptsächlich Lia, die ja nur 1600 hat. Ich glaube, da werde ich weniger die Beschwörungen verwenden, da werde ich eher darauf zurückgreifen. Geschick verschlechtern. Da werde ich eher darauf zurückgreifen, dass wir einfach Schaden austeilen. Ja, meine Taktik für den letzten Kampf wird übrigens sein, einfach nur Lia am Leben zu erhalten. Und dann einfach gib ihm. Wisst ihr, einfach gib ihm. So, und endlich können wir es uns ansehen. Die Pyramide. Sui hat mir ein bisschen was darüber erzählt. Es gibt wohl einen besonderen Gegner da. Also, ich weiß wirklich noch gar nichts darüber. Aber es gibt einen Gegner da, an dem man wohl sehr gut leveln kann. Aber die Chance, dass dieser Gegner auftaucht, beträgt nur 1 zu 50, was nicht allzu hoch ist. Dafür muss man kein Mathe-Genie sein. Höllengranaten. Gut, die gucken wir uns alle an. Ich gespeichert und mache mich dann auf den Weg nach Desertia. So. Freiwillige vor. Ja, du hast Glück. Du bist gerade abgehauen. Aber du nicht. Du hast weitaus weniger Glück. Mal sehen, wer zuerst fertig ist. Eigentlich, ja. Wir gucken uns erstmal die letzte Beschwörung an. Techniken. Die Beschwörung des Lichts. Sehr hübsch. Erinnert mich ein bisschen an Harzinger aus Secret of Mana. Okay. Lief ja ganz gut. Dann verbleiben wir. Obwohl, ich könnte sogar nach Desertia laufen. Ich bin ja eh auf dem Weg direkt in die Wüste. Gut, gucken wir uns. Wo zum Geier? Höllengranaten an. 350, das geht sogar. Ah, das ist diese Animation. Hübsch. Die passt aber irgendwie meiner Meinung nach nicht zu den anderen Animationen. Hasst mich nicht, deswegen irgendwie sieht das hier zu realistisch aus. Von der Bewegung her, wisst ihr? Was aber dennoch
nicht zur Sache tut. Also es sieht trotzdem schön aus. So. Aber wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, dann sollte das sogar sein, dass die Beschwörungen eine verstärkte Form von dem sind, was wir hier eigentlich erlernen können. Weil ihr seht, extrem starker Erdschaden an allen Gegnern und unglaublich mächtiger Erdschaden an allen Gegnern. Ja gut, das war irgendwo... wahrscheinlich, dass sowas passiert. Denn die sind ja erdimmun. Aber wir haben jetzt alles gesehen. Ich mache mich auf den Weg nach Desertia. Ich bin echt auf diese Pyramide gespannt. Vielleicht gibt's Pharaomon. So, was sagt unsere Ausrüstung? Ja gut, ich meine, wir können eh nicht mehr machen. Wir sind Level 38 bzw. 39, glaube ich, sogar zum Teil. Bis 40, 41 herum wollte ich machen. Ich soll wohl da auch einigermaßen vernünftig leveln können. Also dieser eine Gegner, von dem ich euch jetzt nicht sagen werde, was es für ein Gegner ist. Ja, wo ist halt. Wie viel Lebenswasser? Ja, passt schon. Ach, aber da gibt's... mir fällt gerade ein, dass ich da unten gleich gar nicht heilen kann. Das heißt, ich müsste jedes Mal zurücklaufen, ne? Ja, ich gehe trotzdem zuerst in die Stadt, heile mich und dann mache ich mich auf den Weg dahin. Jedenfalls dieser eine Gegner, von dem ich euch erzählt habe, dieser mit der Chance von 1 zu 50, soll ganze 5000 Erfahrungspunkte geben. Also genauso viel wie die ganzen Wächter der Elemente. Die Geister der Elemente. Die Wächter. Hoffen wir mal auf das Beste, weil ich möchte ihn unbedingt mal sehen. Und wenn ich da die ganze Zeit hin und her und links und rechts laufen muss, den werde ich mir geben. So, hier gibt es irgendwo ein Inn, auf der anderen Seite, glaube ich. Dann werde ich den nächsten Teil wieder schneiden, bis unten die Zeit abgelaufen ist und wir sehen uns in der Pyramide im nächsten Part wieder. Leute, ich bin echt gespannt. Vier bleibt nicht mehr. Pyramide und Nemesis. Das Reich der Schatten. Zeit für ein Duell. Ich habe mir übrigens, während ich das hier offline gespielt habe, also was heißt offline, ohne Aufnahme meine ich, mal ein paar Gedanken gemacht, was ich eigentlich davon halten soll, dass man unten bezahlen muss und oben in den Restroom kann. Finde ich eigentlich soweit cool. Was mich persönlich stört, gerade wenn ich am Leveln bin, dass es immer ein extrem langer Umweg ist. Aber ich finde es trotzdem nicht unbedingt schlecht, wenn ich ehrlich bin. Hab mich nur eine Zeit lang nachher gestört, vor allem mit der Lichtgeschwindigkeit, dass die dann aufgehört hat irgendwann, während ich noch nicht mit meinem Gegner wieder war. Und ihr wisst ja, die Gegner hier können selbst in hohen Leveln noch mit ihren Statusveränderungen eine ganze Partie auslöschen. Ja, das heißt, ich musste mitunter sogar nach jedem zweiten Kampf zurück zum Inn. Also nicht so schön. Aber wie gesagt, das ist ja jedem selbst überlassen. Ich finde es trotzdem ganz nett. Das kennt man so von anderen Spielen auch nicht. Normalerweise fällt der Bildschirm einfach aus und man schläft und man ist wieder fit und top und gesund und keiner kann dann was frisch geneut und... ja. Ende. Ja, hier wurde scheinbar ein Feuer gemacht. Oh Gott, die Wüste. Ich echt... das ist schon so lange her. Und ich habe spaßenshalber mal geguckt, wann ich angefangen habe mit Elements Destiny. Und das ist schon über anderthalb Jahre her. Naja, egal. Okay, Leute, ich beende den Part hier. Wir sehen uns in der Pyramide wieder. Macht's gut. Tschüssi.